In der letzten Episode. Ja, es wird wahrscheinlich trotzdem Prozent-Hit. Wir nehmen das Messer, wir haben noch eins. Ja, es ist tatsächlich kalt. Wir werden uns auch in der Nacht wieder erholen. Das ist jetzt nicht das Problem. Man muss halt nur aufpassen, dass es nicht noch zu mehr Wolfskämpfen kommt. Deswegen nehme ich jetzt lieber die Knarre, um aufs Nummer sicher zu gehen. Mal gucken, ob es da schon wieder kommt. Okay. Ziehen wir uns das Stückchen. Schön, drunter geschossen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 141. Ja, uns geht's gar nicht so schlecht, uns ging's allerdings auch schon besser. Ja, das hängt wahrscheinlich vor allem mit den Wolfsangriffen und der nicht so entspannten Nacht zusammen. Dafür geht's uns hier recht gut. Ja, das eine hat das andere mit sich. So 22 Holzkohle. Echt, standen wir so lange hier draußen und haben, ich sag mal, gekocht. Ja, das ist das Wichtigste. Und darunter liegt noch ein paar andere Sachen. Tja. Okay, alles klar. So, das heißt als erstes heute. Ich schaue mal auf die Karte. Wir sind jetzt hier hinten sozusagen. An dieser Höhle. Die hier nicht eingezeichnet ist. Echt? Warum zeichnest du die nicht ein? Können Sie die bitte mal einzeichnen? Wir haben jetzt genügend Holzkohle. Ah ja, schon besser. Sehr schön. Ja. Ja, es gab immer noch kein Update. Achso, da ist ja noch der Wolf. Ja, natürlich. Da hinten ist auch noch ein Wolf. Da hinten sind auch noch Krähen. Oje, oje. Ja, dann heißt das jetzt erstmal Felle ziehen. Aber nur die Felle, ja. Unsere Prozente erholen sich derweil. Also die nicht sichtbaren Prozente. So, da liegt da. Der andere Idiot. Naja, der da oben ist auch noch zugange. Hervorragend. Boah, so viel Federn. Wahrscheinlich ein Eingang nur für Federn. Ja, wir werden natürlich jetzt erstmal die, versuchen, die Karte weiterzutreiben. Huch, schon wieder so olivgrüne Wolken. Das weist wieder wahrscheinlich nichts Gutes, nehme ich mal an. Sag mal, wie sieht es denn eigentlich bogentechnisch aus? Wie viele Bögen haben wir dabei? Bögen. Einen, ja, das ist ja nur 2% Pfeil. Na, hervorragend. Da kommen wir bestimmt sehr weit. Da drüben sind auch noch Krähen, habe ich gerade gesehen. Da vorne. Ach, das sind die von den Leichen, okay. Oder ist da noch ein Kadaver? Mit wie vielen Wölfen haben wir eigentlich gerungen? Mit nicht genug anscheinend. Tja. Können wir mal versuchen, von der Seite das ein bisschen zu erspähen, aber müssen wir erstmal um den Penner herum. Kommen! Tja. Ja, es könnte noch ein Kadaver sein. Da vorne. Ja, schön. Apropos Kadaver. Müffeln wir? Nee. Ja, dann halt nicht. Oh ja, schön. Pfeil ist kaputt gegangen. Risskleidung schon wieder. Na, hervorragend. Wie sieht denn jetzt inzwischen aus? Okay. Wenn wir hier reinschauen. Oje, 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 oje. Ja, ein 2%-Pfeil entfaltet wahrscheinlich dann nicht mehr die volle Wucht. Ah ja, da kommt auch noch Schnee hinzu. Hervorragend. Und hervorragend meine ich natürlich ironisch. Ist jetzt nicht so, ja, ja, komm, bleib mal auf einer Pelle. Ist nicht so, dass ich da so geil drauf bin. Hm. Naja. Sieht man vor lauter Blut die Federn nicht, oder was? Es gibt doch gar keine. Tja. Okay.
Okay, da haben es die Federviecher da oben jetzt endgültig auch aufgegeben. Oh ne, genug ist genug. Jetzt reicht es aber wirklich hier. Tja. Ein weiteres Mal. Achso. Aber man hört noch ein paar Krähen, lustigerweise. Ja. Ja, es ist eine wunderbare Gegend. Also es ist wirklich meine absolute Lieblingsgegend hier. Jetzt müssen wir aber bald hier wolfsfrei sein. Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. Okay, wir müssen uns heute Nacht erstmal auspennen, das hilft nichts. Und mit Nacht, ja, die ist um die Ecke. Unsere Matschigkeit nicht, lustigerweise. Gnaz. Okay, komm. Weg damit. Weg damit. Ja, die Wolfsfälle, heieieiei. Das wird nicht besser. Okay, alles klar. So, was haben wir denn sonst noch, was wir jetzt wieder ablegen können? Oh, das ist natürlich schon speziell. Ja, wir müssen jetzt reparieren. Das heißt, wir brauchen Stoff, Leder, Stoff. Die drei Dinge. Ja, der Pfeil ist kaputt. Den nehmen wir noch auseinander. Die können auch schon mal rüber. Haben wir denn den Stoff und den Leder? Ist das hier drin? Stoff auf jeden Fall. Wir brauchen drei Stoff. Aber wo kriegt man Leder hier? Oh, ist runtergefallen. Bärenfellmann, hat es nicht gereicht. Leg mal nochmal hin. So. Ich kein Leder hier. Ist natürlich blöd. Was haben wir denn, woraus wir Leder gewinnen können? Ja, was mir übrigens auffiel. Ja, nachdem ich ja... das ist jetzt auch schon ein paar Folgen hier. Mein dritter Monitor, der ist übrigens immer noch nicht angegangen. Ich weiß nicht, also Windows, ich verstehe das manchmal nicht. Da geht der Monitor problemlos. Und auf einmal wird er abgemeldet. Und dann geht er Tage, wochenlang nicht. Und irgendwann, düdelüm, ist er wieder da. Also verstehen tue ich das nicht. Nicht wirklich, ja. Warte mal, nee, wenn, dann war das ja irgendwo hier, oder? Haben wir das auch wieder reingeholt? Ja, wahrscheinlich haben wir das reingeholt, okay. Haben wir echt kein Leder hier? Das ist ja bekloppt. Das heißt, wir haben ja keine Handschuhe mehr hier. Das ist ja schön. Nö, scheint auch keine Wölfe hier zu sein. Naja, gut. Ja, ich guck nochmal, ob ich irgendwas finde. Was man zu Leder... verarbeiten kann. Irgendjemand hat ja mal gesagt, dass man, haben wir eigentlich eine Werkbank hier? Ja, da unten. Dass man angeblich eine Rehhaut an der Werkbank zu Leder verarbeiten könnte. Bin ich immer gespannt. Ah, nehmen wir doch einfach mal das. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo. Wo soll ich hier aus Leder Rehhaut machen? Aus Rehhaut Leder machen. Und ich habe hier auch nur ablegen, also... Das war wieder so eine falsche Information. Da versuchen dann Leute dann... Ich glaube, das hat irgendein Kommentator beim Accurize geschrieben. Und er hatte sich auch gewundert. Und hat es dann auch geglaubt. Aber ich denke, wenn er das mal probiert, dann wird er feststellen, dass es noch nicht ganz richtig ist. So, wie sieht's denn aus mit... ein Nähset haben wir. Wir haben auch keine Angelsets hier. Kann das sein? Keine Reparaturdinger. Was wollte ich sagen? Nicht Reparaturdinger. Wie heißt das andere? Das Nähset, ja, das Nähset, ja, genau, so heißt's. Okay. Moment. Das tackern wir erstmal wieder da rein. Das heißt, die zwei und die Spitze. Wir haben noch vier Pfeile. Und zur Not basteln wir uns einfach den fünften wieder dazu. Ne, wir haben sechs Pfeile, was sage ich denn? Okay, dann heißt jetzt erstmal reparieren. Ja. Gut. Das nächste. Okay. Wie lange brauchen die Handschuhe? 36 Minuten.
Gut, und dann, ja, das Ding noch einmal. Naja, da ist es kaputt. Das Angelzeug, ja, müssen wir uns ein neues basteln, das hilft ja nicht. So, das Ding müssen wir mal zerrupfen. Das heißt, wir brauchen hier eines und, beziehungsweise haben wir das nicht sogar noch auf Lager irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Dann basteln wir uns einfach mal Angelzeuge bei jeder Gelegenheit. Kaputte Metallregal, was? Gibt's ja nicht auch irgendwo mal ein Bett? Wo stehe ich hier eigentlich? Muss doch hier unten sein, ja. Da ist es auch. Okay, zerlegen. Ja, das Problem ist natürlich, dass wir jetzt nicht das in der Hand basteln können. Also wir können jetzt nicht in der Hand daraus schon ein Angelzeug basteln. Es geht halt nur in der Werkbank. Da Haken und Schnur. Das ist Angelzeug selber natürlich schon in der Hand. Nee, warte mal. Du schaffst ja so nur deine 5 Stunden. Ja, die Nacht geht noch 11. Rate mal, wer hier warten wird. Ja, trinken. Und zwar, ich würde mal sagen, 4 Stunden. Gut, das sind dann so 7 Stunden, schätze ich mal. Ich bin mal gespannt, ob wir da unsere Prozente komplett wiederholen. Wahrscheinlich ja nicht. Ja, es ist gerade morgens. Doch, wir haben sie komplett wieder. Nö, das ist ja nicht schlecht. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Hier irgendwo war doch die Werkbankkarton, okay. Wo bin ich hier? Hallo? Ach komm, jetzt hol die Lampe raus. Da unten ist sie doch. So. Dann machen wir das hier. Und das. Gut, alles klar. Dann können wir uns ja schon mal Angelsets basteln, dann wird es auch ein bisschen heller. Ja. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir reparieren müssen. Aber mit Leder müssen wir echt aufpassen. Wir haben nicht wirklich was aus Leder, was wir auseinandernehmen können. Ich gucke nochmal hier rein, aber hier ist ja sonst nichts. Ist ja nur noch hier. Hier sind die Socken. Ah ja, das ist ja nicht schlecht. Sind auch nicht mehr so ganz so gut dabei. Ich weiß gar nicht, ob die Skischuhe Leder bringen, aber die will ich eigentlich nicht auseinandernehmen. Ich gucke aber mal nach. Ach, gucken. Was bringt das? Ein Leder! Die ganzen Skischuhe bringen ein einziges Leder. Na, hervorragend. Na gut, bevor die Handschuhe komplett kaputt sind, ist das wahrscheinlich das einzig Richtige. Der tut gerade so, als wäre hier komplett blank. 39%, ja. Naja, es ist neblig. Achso. Naja, dann mach's halt so. Das ist auch wieder so ein Schnipselchen. Echt, wir haben kein Wasser mehr. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Ja, wir müssen das Fleisch mal hier holen. Und vor allem das Wasser. Ja. Wir haben so viel Wasser da hinten stehen. Das muss man nicht da hinten stehen lassen. Ganz hinten, in der Ferne, hört man nochmal die Wolfsvögel. Ah, der ist wieder weg, der Wolf. Das heißt, er ist bald wieder da. Ja, dann sollte man das mit dem Fleisch relativ schnell durchziehen. Also zu Deutsch heute. Ja, dann versuchen wir dann mal einen günstigen Tag. Heute ist kein günstiger Tag zum Kartieren. Von der Temperatur schon, ja. Auf jeden Fall, aber... Das kann ja jederzeit zu Nebel sich ändern. Und dann steckst du wieder 2-3 Stunden fest. Das ist ja auch nicht so geil. Oh, wie schön ruhig der See endlich ist. Oh. Und überall sind die Krähen aktiv. Auch das ist ein Traum. Da hinten, da gibt es, glaube ich, noch einen Hirschkadaver. Könnte man auch mal aufsuchen, dass wir den mal abgehen. So, wo war denn hier die Höhle? Da vorne doch irgendwo. Naja, es ist neblig.
Ein wenig Wasser hier doch. Gerade sagen, kann ja nicht sein. Das muss ja nicht hier stehen. Gut. Ja, den Bär holen wir. Wir schaffen das sowieso jetzt nicht alles auf einmal. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch 15 Stücke mit oder so. Dann ist wahrscheinlich auch finito. Wo stehen wir? 50 Kilo, ja. Das, so sieht es nämlich aus. Und aus Sicherheitsgründen. Machen wir es lieber so. Ja, das ist besser so. Weil das immer das Erste ist, was angeknabbert wird. Ich habe keinen Bock, hier permanent zu reparieren. Ich meine, wegen dem Stoff, das ist kein Problem. Ja, das ist der ganze Stoff aus der Jagdhütte halt. Da gibt es keinen Stoff mehr. Den haben wir komplett mitgenommen. Und, ja, ich frage mich, ob es fast günstiger ist, hier mit der Knarre unterwegs zu sein. Vom Prinzip her ist es ja egal. Weil wir ja sowieso bei allen auf Level 5 sind. Ja, ich guck halt, ob hier irgendwas auftaucht, aber sieht aktuell nicht danach aus. Erst wenn wir im hügeligen Gelände sind natürlich. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Na, ja, guck mal, was ich da vorne sehe. Hm. Ja, komm, nimm, lass uns die Knarre nehmen. Das ist sicherer. Ja, total sicher. Ja. Wieso nicht in der Feder? Ist es besser mit der Knarre, auf jeden Fall. Naja, es ist todsicher. Auf jeden Fall. Komm hinein. Auf den anderen Wolf werden wir eh noch treffen. Wieso haben wir jetzt nur noch zwei Müffellinien? Wir hatten doch gerade drei. Oder bin ich jetzt da völlig falsch? Hä? Naja, muss man nicht verstehen. Tja. Gut. Oh, schnell. Ja, ich lege mal ein paar Sachen ab. Wird mir doch etwas leichter, vor allem das Wasser. Ja, das ist natürlich das Erste. Also es ist ja schon huiuiui. Schade, dass der Kühlschrank unten nicht zugeht. Ach, jetzt geht der schon wieder unten. Ja. Ich versuche ihn ja zu gehen lassen, aber es funktioniert gerade nicht mehr. Doch. So. Okay. Das schmeißen wir jetzt einfach so in die Landschaft. Und der Bogen, die Pfeile und so, das bleibt jetzt erstmal hier. So. Bogen. Ja, komm, dann machen wir es halt so. Ist mir egal. Geht ja zum Glück auch mit den... Ja, den Schlafsack brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche jetzt auch keine Lampe. Die 29 Holzkohle, das hilft halt nichts. Das wäre doch relativ leicht. Dann könnte man den Rest mit Eimer schaffen. Beziehungsweise wir könnten... eigentlich die Sachen, die wir nicht anhaben, auch hier lassen. Ja, so sieht's aus. Noch mal ein ganzes Stück leichter. So. Auf zur nächsten Tour. Hier ist eine Tour, auf jeden Fall eine Tortour, das ist klar. Das ist übrigens aufgeklärt. Ja, je nachdem, wie wir um die Wolfsangriffe herumkommen,
Ja, Erfrierungsrisiko. Waren halt nicht lang genug drin. Ich hätte eigentlich noch warten können, na gut. Dann warten wir halt in der Höhle. Was liegt denn hier? Ach, ein Wolf. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich der noch vom See. Guck mal, die Baumstämme rechts um der Ecke sind dreieckig an der Brücke. Wenn man ranzoomt, werden sie rund. Das ist ja lustig, jetzt sind sie rund. Also rund, in Anführungsstrichen. Und sechseckig. Dann kannst du natürlich auch rennen, Junge. Ja, wir wärmen uns mal hinten in der Höhle auf. Das hilft jetzt nichts. Wo haben wir denn das? An der Hand wahrscheinlich, wo das Erfrierungsrisiko. So. Oder? Ja, natürlich. Okay, wir warten mal. Gut. Ja, es bleibt zumindest stabil, sag ich mal. Ja gut, bevor wir hier aufbrechen, muss das natürlich fertig werden, das ist klar. Hallo, mach das mal so. Würfellinie? Volle Kanne. Echt, hatten wir keine volle Kanne. Das ist ja interessant. Das heißt, jetzt wird es noch interessanter. Naja, gut, dann ist es halt so. Du kannst immer noch rennen. Wo stehen wir denn gewichtstechnisch? Auf 35 Kilo nur. Ist ja interessant. Gut, die Wölfe müssen wir natürlich da vorne noch aus... Ja, das nächste. Juhu. Jetzt liegen da zwei Wölfe oder ist das nur ein? Nee, das war der eine, den wir... Nee, hä? War das der eine? So, wo ist der andere noch? Er wird gleich wieder ankommen, das bin ich hundertprozentig sicher. Das ist der hier, aber das ist das der, den wir angeschossen haben? Ja, anscheinend schon. Du bist davor gerannt. Willkommen! So, leck mich. Ist kein Bock hier ständig rumzuballern. Ach verdammt, jetzt haben wir die Därme da drin. Na so ein Mist. Was hast du an Fleisch jetzt noch an dir? Nichts, okay. Oh wunderschön, oh wunderschön. Ja, das einzige Fell, was wir hier nicht herumliegen haben, ist tatsächlich Kaninchenfell. Irgendwie schon. Gut. So, dann den Bären raus. Wo ist er? Da ist er. Tschüss. Oh je. Der Bär ist viel kleiner als ich. So, dann heißt es erstmal die Sachen wieder nehmen. Ja, ich hab's wieder verkehrt rum, aber gut. Okay, komm. Dann, genau. Das da, das da, das da und das da. 22 und 10 Grad, gefühlt. Minus 6. Steigt das jetzt oder sinkt das jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir warten mal, bis es warm ist. Es sinkt nicht und steigt nicht. Ah ja, gut. Gehen wir jetzt kartieren oder gehen... Was sagt denn der Tag? Ja, man sollte vielleicht mal rausgehen und kartieren. Das wäre wahrscheinlich schon sinnvoll. Essen, trinken und dann kartieren. Wasser haben wir genug dabei. Ich will auf jeden Fall wieder zurückkommen. Aber zur Not haben wir den Schlafsack dabei, das ist ja okay. So, dann sind wir nochmal voll. So, hier vorne haben wir ja schon komplett durchkartiert. Wir müssen halt bis zu dem Lokomotivenmotor erstmal durch. Boah, ist das wieder so ein heller Tag, alter Schwede. Mal gerade gucken, ob wir schon in dem Häuschen hier waren.
Waren wir schon. Naja. Da guckt Schnee durch. Was sagen denn die Berge? Die Berge sehen sehr klar aus. Das heißt zumindest wahrscheinlich kein Nebel, okay. Beziehungsweise, warte mal, lass uns erstmal auf den Bogen gehen. Okay, ist von hinten. Das auch. Tja, ihr Leute, ihr habt nichts von dem Bär bekommen. Nix. Permanent musst du dich gegen diese Biester verteidigen, das ist echt krass. Ist halt schon eine idiotische Map. Du hast halt da hinten, klar, da hinten hast du dann ein bisschen offenes Gelände, aber hier vorne ist das also extrem schlauchig. Und keine Stöcke, ja, das ist vielleicht nicht so clever. Ja, aber hier liegt da nicht so viel. Ich höre es schon wieder knistern. Wolf knistern. Ich höre schon wieder höher. Temperatur sinkt ein bisschen. Haben wir mal ein Feuer gemacht? Ja, anscheinend. Ich erinnere mich nicht dran. Das muss ja nichts heißen. Ah ja, sehr schön. Tja. Der Idiot. Ne, wir haben ja kein Feuer gemacht. Ich lasse bestimmt keine Axt hier. Ah, guck mal. Oh, geil, lecker. Ne, irgendwie, wir haben viele Äxte, aber kein Messer. Ah, keine Holzkohle. Na gut, jetzt haben wir ein bisschen Holz. Ist ja gar nicht schlecht. Nur falls wir wieder erwarten, halt irgendwo feststecken. Ich sag nur, Hashtag Blizzard und so. Interessant, da haben sie jetzt sozusagen noch so eine Lawine da oben eingebaut. Die sind abgegangen. Ja, froh, dass es nicht gerade klingt, als würden hier 12 Wölfe auf uns zugerannt kommen. Achso, hier geht's gar nicht hoch. Der Lokomotivenmotor. Tja, hier kommt man leider immer noch nicht rein. Das wäre echt ein super Unterschlupf. So, wie sieht denn die Karte hier aus? Das ist das, ach, das, der Motor ist ein Waggon. Ach so, das ist ein Waggon. Ganz interessant. Naja, da vorne ist ein Wolf, da beim Punkt. Pendel da hin und her. Ich versuche mal einen Windschatten hier zu erreichen, dass man... Genau, dann geht die Temperatur nämlich rauf. Ah ja. Junge, das hätte ich gerne als erstes. Naja, da kommst du wieder nicht drum rum. Natürlich kommst du nicht drum rum. Wie komme ich denn auch darauf? Das funktioniert am besten, wenn man zuckt, habe ich festgestellt. Gut, alles klar. Da hinten kräht es auch wieder. Und über dem Wolf natürlich, klar. Ja, bis zu den Pilzen hat er gezeichnet. 5 Grad. Im Wind Schatten, okay. Okay, hier gibt es auf jeden Fall genügend Äste und Stöcke. Jetzt haben wir auch noch mehr Äxte, das ist auch nicht schlecht. Ein Kaninchen, okay. Wieder wen so um einen herum weht. Och, er geht in die Richtung. Achso, da komme ich auf der völlig falschen Richtung. Ich dachte, nach dem Wolfsangriff wollte er direkt wieder zurück. Tja. Falsch gedacht. Ja, was machen wir jetzt hiermit?
Wir sind eigentlich drin. 1,3 Kilo, das ist ja gar nicht schlecht. Ich merk's mir mal, sonst ist ja hier hinten nichts. Außer halt ein kleiner Rückzugsort. Kuschelige Senke. Okay, ja, das ist ja gar nicht schlecht. So, jetzt heißt es halt, hier vorlaufen wird. Wir lassen das erstmal, eventuell müssen wir uns hier zurückziehen. Dann haben wir auf jeden Fall Futter dabei. Und die 0%-Fisch, den haben wir auch noch dabei. Der ist natürlich mindestens... da sitzt er. Mindestens genauso lecker. Ja, ich sammle auch fleißig Stöcke. Damit wir da vorbereitet sind. Das Wetter weiß nämlich noch nicht wirklich, was es heute werden will. Noch ist es sonnig. Aber in einer Stunde kann hier der schwerste Blizzard der Welt toben. Werden wir von hier mal eine Kartierung machen? Dann gehen wir mal da runter. Ja, heute Nacht wirst du gut schlafen, alter Schwede. Prozente sind auch gut dabei, dann wären auch kurze Schlafsessions gar kein Problem. So, hier bitte kartieren. Erdrutsch, alles klar. Ja, in der nächsten Folge gehen wir da runter. So einfach ist das. Vorne liegen noch ein paar Stöcke, die nehmen wir auch noch mit. Ja, dann kriegt man das vielleicht sogar noch heute fertig kartiert. Es ist 1 Uhr Nachmittag, sag ich mal. Da kommen wir noch eine ganze Ecke weit. Dann kriegt man das vielleicht sogar fertig kartiert. Wir haben auch genügend Holzkohle. Ne, hier. 25, also das sollte eigentlich reichen. Dann kriegt man das fertig kartiert und dann heißt es eigentlich nur noch Zeit totschinden, bis die Felle und Därme fertig sind. Und dann Rausmarsch. Das wird auch sehr lustig. Und mal gucken, was wir dann mit trostlosen Marsch machen. Das wird aber nichts in der nächsten Folge. Das ist nur die Projektion für die Zukunft. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.